Diese Lockdowns haben einen ganz anderen Hintergrund, diese Lockdowns haben einen ganz anderen Effekt und eine ganz andere Grundlage als das, was man eben sagt. Es passt nicht. Und hier ist es auch sehr, sehr deutlich, es gab am Anfang sehr, sehr viele, die darauf geschimpft haben, von wegen, ja, ihr seid alles Gegner und Theoretiker, Verschwörer und dies, das und jenes und ach, wie könnt ihr nur sowas behaupten und dass das Fake sei. Und inzwischen sind immer mehr der Meinung, dass man uns was vorsetzt, wir alles blind glauben, wir auch alles blind umsetzen, was man uns sagt. Darüber sollte man doch mal nachdenken, oder? Das andere ist genauso bei uns im Limburg-Walburg-Kreis, heißt es jetzt zum Beispiel auch, dass eine Kita geschlossen wurde wegen 3 Fällen. Doch wie kann das sein, wenn Kinder doch angeblich gar nicht betroffen sein können, wenn sie doch angeblich nur Träger sind? Ist das schon mutiert sozusagen jetzt? Ha, okay, natürlich, wenn er jetzt natürlich schon mutiert ist. Dann erklärt es natürlich, dass es jetzt alles wieder drastisch ist, dass alles viel, viel schlimmer ist und dass wir natürlich dann auch alles wieder viel mehr verschärfen müssen. Das erklärt es natürlich. Ich möchte es jetzt gar nicht zu lang werden lassen. Es bringt auch nichts, sich darüber aufzuregen oder zu beschweren oder. Wir Menschen sollten nur wirklich mal anfangen, mehr darüber nachzudenken und auch überlegen, was wir machen. Oder nicht machen und was es jeweils auch bedeutet. Oder warten wir es einfach mal ab, was sie uns als Begründung nennen werden, wenn sie dann den nächsten Lockdown setzen werden und es eine dritte Welle, eine vierte Welle geben wird. Denn es ist doch eigentlich jetzt für alle ganz praktisch, nicht für uns und auch nicht für die Gesellschaft, nicht für die Industrie. Aber an sich ist es doch wirklich sehr, sehr praktisch. Erstens sieht man, wie schnell es möglich ist, eine ganze Nation unter Quarantäne zu stellen und dass alle nach einer Pfeife tanzen. Ja, es hat ja alles funktioniert. Also, warum sollte man das Ganze wieder aufgeben? Nö, das müssen wir doch verschärfen. Am besten wird demnächst noch jedem ein Chip eingesetzt und jeder kriegt noch eine Kennungsnummer und selbst entscheiden, was er glauben möchte und was eben nicht. Warum setzt man uns einen Glauben und eine Richtlinie vor und beharrt vor allem darauf, dass diese richtig ist und wir uns auch nur an diese zu halten haben? Also ich habe es inzwischen auch selbst erlebt, dass wenn irgendwo im Internet, egal jetzt um welche Themen, es muss jetzt nicht nur ums Crazy gehen, also ihr wisst, ich nenne es Crazy, sobald du irgendetwas veröffentlichst, wo Wahrheiten involviert sind, beziehungsweise eventuell sogar Firmen oder beziehungsweise Gerichte, Behörden angeprangert werden, was aber die Wahrheiten sind, so verschwindet das ganz schnell wieder aus dem Internet. Weil man möchte ja nicht, dass irgendwer erfährt, was wahr ist. Als Abschluss, wundert ihr euch nicht, warum die Berichte im Internet sofort immer wieder gelöscht sind, die eben was anderes sagen als die, sage ich jetzt mal, Hauptpresse oder eben die Politiker? Das ist doch seltsam, oder? Warum sind denn diese ganzen Berichte sofort immer gelöscht, wo es eben darum geht, die Wahrheit aufzuzeigen oder einfach nur mal andere Sichtweisen? Das sollte doch eigentlich erlaubt sein. Ich meine, wir haben doch eigentlich eine freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit und wir haben doch offiziell eigentlich Pressefreiheit. Warum geben inzwischen sogar Verlage vor, wie der Bericht, wie der Artikel auszusehen hat, welchen Inhalt dieser Artikel haben muss? Ansonsten würde nicht angenommen. Es gibt immer mehr freie Presse, es gibt immer mehr freie Journalisten, aber die Verlage nehmen diese Artikel von diesen freien Journalisten nicht mehr an, wenn eben der Inhalt nicht dem entspricht, was der Verlag gern veröffentlicht haben möchte. Und das hat auch dann wirklich nichts mehr mit Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit zu tun, wenn selbst hier alles zensiert ist und man eine Pressemeldung herausgeben muss, quasi, die 0,0 mit dem zu tun hat und 0,0 das widerspiegelt,
wie zum Beispiel ein Event war, wie eine Veranstaltung war, beispielsweise, oder auch wie ein Treffen von Politikern war, wie ein Interview abgelaufen ist, wie die Personen sich gegeben und geführt haben. Wieso soll nicht mehr das veröffentlicht werden, wie es Tatsache abgelaufen ist, was Tatsache gesagt wurde? Warum wird nur noch alles gefaked? Wahrheiten interessieren nicht mehr und Fake News werden als Wahrheiten verkauft. Und da leider die Menschen kaum noch hinterfragen, Situationen hinterfragen, sich selbst hinterfragen, haben diese Fake News natürlich immer mehr Gewicht. Die Wahrheiten werden stattdessen als Fake News abgetan. Und wie gesagt, dadurch, dass nicht mehr hinterfragt wird und der Mensch leider auch ein Mitläufer ist und nach der Masse geht und die Masse sagt A, dann ist das eben A. Und somit hat die Wahrheit leider kaum noch Relevanz, verschwindet immer mehr im Hintergrund und die Fake News sind unsere neue Wahrheit. Dann Prost Mahlzeit für unsere Zukunft. Mehr fällt mir dazu gerade nicht mehr ein. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr macht euch darüber mal ein paar Gedanken. Ihr könnt ja auch eure eigenen Gedanken mal mitteilen. Und dann schauen wir mal, wie alles weitergeht, oder? Macht's gut.